Hallöchen, meine Käsekätzchen, willkommen zu einer neuen Folge von Xenoworld, The Last Windmonk oder der letzte Windmönch, egal wie man es nennt. Ich habe immer noch den Rotz, egal, ist halt blöd mit der Erkältung, aber das ist egal. Ich hoffe, ich huste dich zu sehr, ich hoffe, ich schiefe dich zu sehr, alles in Ordnung. Das letzte Mal sind wir hier stehen geblieben mit dem Gefängnis und ich habe auch sogar schon eine Idee, wie wir vielleicht diesen Typen da loswerden können. Mit Essen spült man nicht. Doch. Ja, was kann man denn sonst da reinmachen? Was kann man noch sonst Strahlen machen? Was kann man denn noch machen? Wir waren hier stehen geblieben, wir müssen dir Laura helfen. Kann ich bei der Pfütze, kann ich das dahin schmeißen? Rutschige Erbsen und eine bescheuerte Wache. Das klingt nach Spaß. Ist aber zu weit weg. Aber nicht zu weit weg, wenn wir spülen würden. Komm, Laura, gib dir Mühe. Ja. Jetzt schmeiß ich die Schüssel. Nachher kriege ich sie dann nicht mehr die raus. Die willst du nicht mehr rauskriegen. Was kann man denn noch machen? Buch ein? Lieber nicht. Das Currypulver bringt mir auch nichts. Die stecken alle. Das ist zwar Ramsch, aber es ist mein Ramsch. Oh! Wir haben ja gar nicht mit die Blätter gesprochen, die fällt Blätter? Mir gerade mal ein. Ja? Also, wir können über Robert quatschen, über die Flucht oder... Farbkleckse? Ach so, weil sie ja die Schürzchen anhat. Sind das Farbkleckse auf deiner Schürze oder ist das Blut? Oh, das ist Farbe. Ich zeichne gern. Was denn so? Blumen, Landschaften, Asposa. Der eine Farbklecks sieht aus wie ein Schmetterling mit einem Messer. Schön und beunruhigend. So wie du. Schön und Stimmt, ja, die könnte Kaktus zeichnen. Kannst du auch Kaktusse malen? Du meinst Kakteen zeichnen? Okay, ich hab's kapiert. Du bist klug. Oh, danke. Du bist auch klug. Ich mal dir gerne einen Kaktus, wenn du willst. Also, ich brauch dafür Folgendes. Ein Stift, die Farben Rot, Gelb und Blau. Oh, und natürlich Papier. Kannst du mir das vielleicht aufschreiben? Klar. Hast du mal Stift und Papier? Klar. Flucht. Wir müssen hier unbedingt raus. Würdest du mit mir fliehen? Ja. Tausendmal ja. Aber ich kann nicht weg. Meine kleine Schwester ist hier irgendwo und ich kann sie nicht alleine lassen. Aber du musst fliehen. Du musst unseren König finden. Sobald ich Robert gefunden habe und wir Emil bewiesen haben, dass die Flötennasen unschuldig sind, holen wir euch alle hier raus. Auch deine kleine Schwester. Ich werde nicht zulassen, dass sie euch in den Windbrunnen stoßen. Mach dir keine Sorgen, Libretta. Ja, echt, ey. Robert? Robert will also zur Seilbahnstation. Ich wusste, er hat einen Plan. Ich muss ihn finden. Du scheinst ihn ja ziemlich gerne zu haben. Sehr gerne. Ich meine, er ist ein Trottel. Aber er ist auch die großartigste Person, die ich kenne. Und? Seid ihr... Freunde? Ja, seid ihr Freunde? Ich glaube ehrlich gesagt, wir sind ein Paar. Aber ich bin mir nicht sicher. Au. Okay. Schön. Toll. Toll. Schön. Wieso wolltest du was von ihr? Von ihm. Entschuldigung. Ist ja, okay, Robert ist danke. Ja ein Er. Entschuldigung. Kann ich die Rolle nochmal benutzen? Die Nackenrolle hat ihre Schuldigkeit getan. Ja, wie soll ich denn die Blöde... Kann ich hier... Warte, was haben wir hier noch? Klospülung? Nein, nur das Fragezeichen. Nackenrolle. Was haben wir hier noch? Irgendwas war doch hier noch markiert. Nee, Libretta war das nur. Klappe. Abflussrohr. Klospülung. Kann ich das nochmal abmachen? Hier gibt es nichts mehr zu tun. Ah, gut, okay. Kann ich hier das abbröckeln? Das könnte praktisch sein. Ja, und dann stecken wir es bestimmt in die Kloschüssel. Machen wir eine Spülung. Da fliegt der Typi da durch die Kante. Oder auch nicht. Jetzt muss ich nur noch irgendwie an den Schlüssel kommen. Hier, diese hässliche Ratte kann ihr bestimmt helfen. So, jetzt können wir zurück. Jetzt können wir den Pfirsich ins Klo spülen. Zack. Ab dafür, der die Klospülung betätigen.
nach draußen gucken. Was machen wir hier? Da ist die... Kann ich irgendwas... Warte mal, Ratte, Rohr... Hier ist doch auch was dazu mit Rohr, 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 Rohr. Achso, Weg in die Freiheit. Okay, kann ich mit denen hier was machen? Pfirsichkerne, was kann ich denn machen? Ich erschlag die Ratte mit Conroys Bibel. Lass das. Ich kenne alle deine Tricks. Blöder Wache, geh weg. Blöder Wache vor allen Dingen hier. Da kommt die da raus. Okay. Wo warte ich? Hatte ich die jetzt unten oder unten? Kommt sie? Nee, da kommt sie da raus. Und bei dem Rohr hier? Ah, da kommt sie da raus, okay. Wir brauchen... Wo brauchen wir die Ratte? Hier, ne? Bringt mir aber nichts, wenn wir die... Bringt mir nichts. Kann ich die hier unten nochmal hinpacken? Nee, da kommt sie dahin. Hm. Welche Rohr hatte ich denn? Das hier, ne? Hatte ich... Nee, warte mal, kann ich vielleicht noch mal sagen, dass ich noch mal ein Dings krieg? Warte mal. Kann ich das machen? Ich höre. Kann ich noch mal einen Obstsalat bekommen? Die blöde Ratte hat meinen Obstsalat aufgegessen. Ich mach dich. Wie war das? Ich sagte. Ah. Verdammt, der ist alle! Was mache ich denn nun? Alles klar. Weitermachen. Jawohl. So, jetzt brauche ich die hier. Kann ich die mit der Tomaten? Lass das. Ha. Zu kurze. Ach, verdammt, ich dachte, du hast so space-mäßige lange Arme. Ah, die müsst doch hier. Welches Rohr war denn das? War das das oder das? Genau. Ich möchte sie nicht stören. So viele gefangene Flötennasen. Wie kriege ich jetzt da die Currypulver? Ach nee, das Currypulver brauchen wir ja dann da. Geht ja dann nur mit der Conroy Bibel. Hier kann komme ich nicht ran. Zelle, gehen wir mal kurz zurück. Wie kriege ich diese blöde Ratte weg? Haben wir hier noch irgendwas? Ne, wir haben nur noch die Stricknadeln zum Kloppen. Weiß nicht, ob das mir was bringt. Ich probiere jetzt doch mal alles aus. Hm. Die Tomatensuppe, die brauchen wir zum Zeichnen. Kann ich hier noch netter machen? Einfall. Aber nett ist nicht gut genug. Aha. Noch was? Es gibt nichts, was das genießt. Okay. Langsam ist es verzweifelt. Ja, ist es auch. Das Problem ist, ich müsste... Kann ich gucken? Ah, ich könnte hier reingucken. Okay, die grüne Libelle, der schmale Eumel. Der sieht auch sehr verzweifelt aus. Willy Wanka, kleiner Johannes, der Hannes und der Johannes. Ein
dinoförmiger Kaktus, die leere Stelle. Ein Blibla, was? Ein Blihabla, okay. Und ein Heunpeak, nee, Deunpeaks, okay. Eine leere Stelle. Dazu fällt mir nichts ein. Dazu fällt mir nichts ein. Wie kriegen wir diese blöde, verdammte Ratte? Kann ich da anpassen? Das fasse ich nicht an. Nimm den Schlüssel. Das fasse ich nicht an. Kann ich da? Ratte? Nein, es kann nichts für sein Aussehen. Mir fehlt irgend... Kann ich nicht mit den... hier, wie so Skin... Vorher muss ich die Wachen irgendwie ausschalten. Ach so! Ah. Ja, aber ohne... Hey! Ich brauche aber blaue Farbe. Ich würde gerne noch... Blaue Farbe? Fleischsuppe. Leider aus. Und wann gibt's... Wenn der Koch wieder... Ich musste ja fragen. Da ist doch die Ratte. Fangst du doch. Irgendwas ist so mit herumpöbeln. Warte mal, das kann doch Laura am rumrutschen. Das hier nennt ihr einen Knast? Das ist doch ein Wellness-Hotel. Bei Conroy, da gab es noch richtige Verliese. Nicht so ein Wischi-Waschi-Kram mit 2 Mahlzeiten am Tag. Er hat mich mal 15 Meter über dem Boden in einen schwebenden Käfig gesteckt. 2 Wochen lang. Das hat sich nach Gefängnis angefühlt. Tut mir leid. Tut mir leid. Entschuldigt sich auch noch das Wachpersonal. Habt ihr keine Schulungen gehabt? Seit ich hier bin, wurde ich weder geschlagen noch angespuckt. Kein einziges Mal. Was stimmt nicht mit dir? Das frag ich mich auch. Geschichte. Lange Geschichte. Kann ich den Rottern mutzen? Ich finde es ein bisschen frech, dass hier nur eine Wache rumsteht. Ich meine, ich habe das System nicht 18 Jahre lang bekämpft, um jetzt nicht ernst genommen zu werden. Entschuldige, was? Wen muss ich hier umbringen, um mit dem Hochsicherheitstrakt gesperrt zu werden? Es gibt dir, soweit ich weiß, gar keinen Hochsicherheitstrakt. Wow, ich hätte wirklich ein bisschen mehr Respekt erwartet. Schiebt euch! Da denkt man, man ist Staatsfeind Nummer 1. Und dann sowas. Ja, echt, ich bin schwer enttäuscht. Arbeit, was aber hier? Macht es dir eigentlich Spaß, Leute wegzusperren? Es kommt drauf an. Vorher war ich Latrinenwache. Da musste ich mir abends nur den Gestank abwaschen. Jetzt die Schuld. Aha, jetzt die Schuld. Okay, was haben wir hier mit den kleinen Kakteen? Sehen diese Dinger alle gleich aus. Grün und stachelig. Wie bitte? Jeder Kaktus ist einzigartig. Ihre Körper und ihre Stacheln können so unterschiedlich geformt sein. Manche sind mit Stacheln und Blüten übersät. Andere sind ganz keusch. Ja, ja, ja. Mehr haben wir nicht. Alles klar. Jawohl. Jawohl. Können wir jetzt oder können wir das vielleicht hier? Türschloss? Können wir nicht machen? Mir fehlt was. Was können wir denn noch hier? Mir fehlt irgendwas, was ich übersehen habe. Die Klappe, die Nackenrolle. Vielleicht bei der Klappe hier. Zack. Hallo, Retoursendung. Ich... Toll. Keine Retourensendung. Was haben wir denn hier? Die Nackenrolle hat ihr getan. Hier hast du... Nein, das geht ihnen nichts an. Das hat ihm aber was anzugehen. Hier hast du was zu lesen. Nein, das geht ihnen nichts an. Hier hast du Süppchen. Was sagst du zum Essen? Abscheulich. Können wir die Conrad-Bibel in den Klokasten stecken? Die Tomatensuppe, das Currypulver brauchen wir ja hierfür, ne? Hat sie ja gesagt. Die Farbe ist gut, aber wie soll ich denn mit Pulver zeichnen? Stimmt, hast recht. Currypulver, Klokasten. Gut. Hier, bitteschön. Ich denke, diese Farbe würde sich gut zum Zeichnen eignen. Blöd nur, dass meine Hände gefesselt sind. Können wir vielleicht die Stricknadel... Eine davon könnte ich als Pinsel verwenden. Blöd nur... Ich hab eigentlich gedacht, dass wir dich befreien. Ach nee, geht ja nicht. Wir brauchen ja die Schlüssel dafür. Ich hab aber auch nichts. Ich wüsste jetzt nicht, was ich hier... Gibt's doch auch was, was ich hier machen kann?
Dass wir die Pfütze größer machen vielleicht? Nee. Das ist Curry? Lass das. Können wir vielleicht ein bisschen... Vorher muss ich die... Warte mal, kann ich vielleicht das Curry da reinschmeißen? Nein, das will ich noch behalten. Die Tomatensuppe da reinschmeißen? Was soll ich denn hier noch machen? Mir fällt jetzt hier nichts ein. Habe ich irgendwas falsch gemacht? Den können wir ja nur machen. Wir probieren mal nochmal hier die komische hässliche Ratte. Okay. Kann ich sie zur Weißglut bringen irgendwie? Nochmal drücken. Vielleicht geht die dann woanders hin, wenn ich das andere Rohr hier treffe. Ist es vielleicht ein bisschen... Das ist zu weit weg. Was könnte ich denn noch machen? Ich kann jetzt nur mit der Ratte da rumspielen. Pfütze höchstens. Wo müssen wir sie jetzt durch die Kante jagen? Lässt die irgendwann. Ah, jetzt haben wir noch Fleischsuppe. Warte mal. Du, hör mal. Ich höre. Ich höre und störe dich. So. Ich würde gerne noch etwas. Jetzt habt ihr Fleischsuppe. Ich nehme einmal die Fleischsuppe. Gerne. Einmal Fleischsuppe mit Blaubeerpudding. Aha. Igitt, wie widerlich. Und hier die Fleischsuppe. Die Suppe fasse ich nicht an. Ja, wir brauchen... Blaubeerpudding sieht okay aus. Den brauchen wir doch, oder nicht? Hey, Liebretter, ich habe einen Schlüssel. Hier, bitteschön. Hey, der Schlüssel passt bei den Handschellen. Aber leider nicht bei den anderen Ketten. Wenigstens kann ich jetzt wieder malen. Okay, sie könnte malen. Hier hast du Farbe? Du? Ich denke, damit könnte ich... Gut, mir fehlt aber noch was für den Kaktus. So kann ich leider noch kein Bild für dich zeichnen. Okay, hier hast du Currypulver? Ich denke, damit könnte ich zeichnen. Mir fehlt aber noch was. So kann ich leider noch kein... Ja, ich weiß. Du musst es jetzt nicht bei jedem Dings machen. Ich denke, damit... So kann ja, ich leider... Ja. Gut. Farbe haben wir, Dings haben wir, also... Eine davon könnte... Die andere darfst du... Gut. Mir fehlt aber noch was für den Kaktus. So kann ich leider noch kein Bild... Ja, Papier. Hier. Bibel. Auf den Seiten ist kein Platz mehr zum Zeichnen. Kann ich mit ihm noch mal quatschen? Onkel Oboe? Ich bin ganz... Ah, hier, Zeichenmaterial. Hast du zufällig Papier, einen Stift oder Farben bei dir? Ich hab hier Klopapier. Naja, das sollte als Papier durchgehen. Klopapier ist die Knastwährung. Und wie du weißt... Wird im Klopapier gespielt. Ja, ja. Ich hab die Regel nicht gemacht. Also, heute spielen wir Klopf-Klopf. Wer ist da? Was ist das? Altes Dynastiespiel. Einer klopft, der andere muss raten, wie oft. Klingt, total blöd, ja. Ich verliere einfach immer. Der Mindesteinsatz sind 4 Streifen Klopapier. Mist, wir haben keins mehr.
Was könnte ich anstelle von Klopapier verwenden? Hier das komische was Buch. Was braucht man nochmal für den Min- Und wenn ich ge- Du sagst. Okay, ich brauche. Sie braucht Klopapierersatz. Danke für deine. Immer doch. Warte mal, Klopfe. Kann ich das hier benutzen? Geht das als Mindesteinsatz? Ja, das sollte passen. Damit kann man sich auch also den Popo abwischen. Konzentrier dich. Und? Bist du mitgekommen? Ist das nicht der Typ gewesen? Warte mal. Der hat doch gesagt, wir wären zu dritt, dabei sind wir zu zweit. Also heißt das doch eigentlich, der verschätzt sich immer. Der denkt, sind vier, der denkt, wir wären drei, sind aber nur zwei. Heißt das jetzt, fünfmal? Fünfmal. Leider falsch. Hier mit dem Papier. Verdammt. Hier hast du ein paar Seiten aus der Conroy-Bibel. Yippie! Gleich noch eine Runde. Hör gut hin. Nun gut. Aufgepasst. Das ist jetzt aber wirklich einfach. Ach so. Drei. Dreimal. Richtig. Aber du musst dreimal hintereinander richtig raten. Wenn's sein muss. Nun gut. Aufgepasst. Das ist jetzt aber wirklich einfach. Nochmal dreimal, weil, wie schon gesagt, er hatte dieses Zahlenproblem. Dreimal. Du hast gewonnen. Hier hast du das Klopapier. Haha, Genius. Das war doch nur zweimal richtig. Ja, dreimal richtig geraten. ja. Okay, kein Problem. Wie wäre es mit einer Revanche? Weißt du was? Ich schenke dir die Conroy-Bibel. Hast du was oh, zu lesen? Danke. Meine habe ich schon lange aufgebraucht. Mach's gut, Onkel Oboe. Was hat der denn mit der gesamten Bibel gemacht? Jetzt haben wir aber Papier. Danke. Ich denke, auf diesem Papier kann ich zeichnen. Danke. Jetzt habe ich alles, was ich zum Zeichnen brauche. Wie soll der Kaktus denn aussehen? Also, seine Stacheln sind... Oh, keine Ahnung. Ich hab da... Genoppt? Gerade? Ich hab keine Ahnung. Verdammt! Zackig? Zackig. Und er hat gen... Hat er nicht was mit vier Blüten erzählt? Vier Blüten. Und wie sieht der... Der Körper ist mehr so... Hier gespalten? Gespalten. Okay, fast fertig. Der Kaktus hat... Ich kann es leider nicht abbrechen, das ist ja das. Drei Stacheln. Er hat viele Stacheln, also 12 Stacheln. Stacheln. Und wie soll er... Blauer Maurice. Maurice. Warum über das Bild? Alles klar. Angucken. Für mich sind alle Kakteen. Ja, ist das ein blauer Maurice? Hier, bitteschön. Was soll das sein? Ein blauer Maurice ist das nicht. Okay. Ich hey. Muss mal quatschen wegen dem Kaktus. Dein komischer blauer Maurice. Der blaue Maurice also? Woran erkennt man den? Er ist stachelige Perfektion. Er ist eine Mischung aus der grünen Libelle, dem Blihabla und dem Doinkpeaks. Er sieht aber überhaupt nicht aus wie der schmale Eumel, der kleine Johannes oder ein Willy Wonka. Gut, vielleicht finde ich ja ein Bild von deinem grünen Freund. Was würdest du davon halten? Wirklich? Oh, mir wird jetzt schon ganz schwindelig, wenn ich daran denke. Und ich hätte ein Hindernis. Okay, der sagt doch. Also wir müssen hier bei diesem komischen... gucken. Er ist eine Mischung aus grüner Libelle, die Willy Wonka, die kleiner Johannes war es auch nicht, der Bliblabla und der Doinkpeaks. Der sieht hübsch aus.
Ja, der wunderschöne blaue Maurice ist ja auch eine Mischung aus der grünen Libelle, dem Blihabler und dem Doinkpeaks. Zum Beispiel, der hat ja Stacheln, also ich gehe davon aus, dass der 3 Stacheln hat. Weil du brauchst ja eine Mischung. 3 Stacheln. Der wird bestimmt so komisch aussehen. Nee, warte mal. Wenn ich so die Form so angucke, sind etliche. So, warte mal. Ich gehe davon aus, es ist eine Dornpeaks mit 2 Blüten und den 3 Stacheln, die so zackig sind. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass es so einer ist. Und der ist halt blau. Guck mal. Ach, nicht Türschlosszelle. Libretta? Ja? Boah, eine Kaktuszelle. Kannst du mich? Na klar, wie soll der Kaktus denn aussehen? Also seine Stacheln. Seine Stacheln sind zackig? Zackig. Und er hat genau. Zwei Blüten? 2 Blüten. Und wie sieht der Körper aus? Der Körper ist mehr so. So? Lang. Okay, fast fertig. Wie viele Stacheln hat er denn? Der Kaktus hat. Ich gehe mal davon aus. Nee, 12 können es nicht sein. Wie viele Stacheln hat denn der? Hatte der 3? Ein Mischmasch, also gehe ich mal auf 9 Stacheln. 9 Stacheln. Und wie soll er. Maurice. Alles klar. Ich gucke mal, ob es auch bringt. Guck mal. Was soll das sein? Der blaue Maurice ist das auf jeden Fall nicht. Es ist nicht der blaue Maurice, okay. Gucken wir mal weiter. Er sieht nicht so aus wie Dings und Dings. Der kleine Johannes und der Willy Wanka. Also gehen schon mal, die Blüten sind schon mal nicht. Das ist ja. Dann gehe ich davon aus. So toll. Ah. Der Bliblabla. Der wird diese Form haben. Die 4 Blüten vielleicht wie der. Genau! Jetzt weiß ich's, wie es gemeint ist. Der hat die Form wie der Bliblabla. Der hat, oder? Die 4 Blüten von dem Doinkpeaks. Weil er sieht ja nicht aus wie der kleine Johannes. Und die Stacheln hat er von der grünen Libelle. Aber wie viel hatten er? Dann müsste er 6 haben. Theoretischerweise. Gut. Machen wir das doch, Rucola. Kannst du mir das nochmal zeichnen? Danke. Kannst du mir. Na klar. Wie soll der Kack. Also, seine Stacheln, Stacheln sind. Gerade? Gerade. Und er hat genau. Vier Blüten? Waren das 3 oder 4? Ich glaube 4 Blüten war das. 4 Blüten. Und wie sieht der Körper ist mehr so. So ein Y. Gespalten. Gespalten. Okay, fast fertig. Wie viele Stacheln hat er denn? Der Kaktus hat. 3. Ach du Heilige.
Drei Stacheln. Und Visala Heid. Ich gehe jetzt mal von dem gespaltenen Kaktus aus. Moris, alles klar. Jetzt gucken wir nochmal. Ja. Was soll das? Das ist eigentlich der blaue Maurice. Bin ich bescheuert? Ziehen wir mal. Jetzt müssen wir die Stacheln ziehen. Das ist schon richtig mit den vier. Den geraden Stacheln. Und sechs gibt's nicht. Hm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Also, das stimmt schon mal nicht. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, das auch nicht. 1, 2, 3 und 6. Also müsstet ihr 9 Stacheln haben. Gerade Stacheln. 4 Blüten. Und dann sieht er ja. Oder nur eine Blüte. Das kann auch sein. Warte mal. Der hat nur eine Blüte scheinbar. Zack, zack. Nochmal? Oh. Ja. Laura? Bitte einmal Kaktus zeichnen. Kannst du mich? Na klar. Wie soll der Kaktus denn aussehen? Ich klicke mal ein bisschen. Seine Stacheln sind gerade. Gerade. Und er hat genau eine Blüte. Eine Blüte. Und wie sieht der Körper aus? Der Körper ist mehr so. Gespalten. Okay, fast fertig. Der Kaktus hat... Was habe ich gesagt? Es gibt 6er, es gibt 12er und 3er gibt es auch. Also es gibt aber keine 9er, also gehe ich davon aus. Und wie soll er... Erwin, Erich, Robert und Maurice. Maurice. Alles klar. So, guck mal nach draußen. Also jetzt müsste es aber mal stimmen, irgendwie. Wehe, du sagst es ja nicht. Was soll das sein? Der blaue Maurice ist das auf jeden Fall nicht. Na, du Hässlein, wie sieht er denn dann aus? Ich höre. Dann erzähl mir doch was vom blauen Maurice. Der blaue Maurice also? Er ist stachelige Perfektion. Er ist eine Mischung aus der grünen Libelle, dem Blihabla und dem Dornpieks. Er sieht aber überhaupt nicht aus wie der schmale Eumel, der kleine Johannes oder ein Willy Wonka. Gut, vielleicht finde ich ja ein Bild von deinem... Wirklich? Und ich hätte ein... Alles klar. Jawohl. Also müssen wir jetzt mal gucken. Er ist eine Mischung aus diesen dreien. Er wird ja wohl die grüne Libelle haben. Stimmt, der Dornpieks wäre ja gar nicht. Das kann ja nur dann das sein. Gibt aber nur eine Blüte. Ich probiere jetzt mal noch mal was aus. Und zwar die vier Blüten, die Stacheln mit den Neunern und den Bliblabla. Da gucke ich mal. Ganz kurz, so beende ich dann die Aufnahme, weil sonst wird es zu derbe. Du. Ja. Bitte einmal zeichnen. Na klar. Wie soll der Kaktus denn aussehen? Also sein. Seine Stacheln. Die sind gerade. Gerade. Und er hat genau... Wie viele Blüten hat der? Vier. Vier Blüten. Und wie sieht... Der Körper ist mehr so... Gespalten. Okay, fast fertig. Der Kaktus hat... Wir nehmen 9 Stacheln. Neun Stacheln. Und wie soll er...
Maurice, alles klar. So, ich gucke mal jetzt, ob es da jetzt richtig ist und dann ab dafür. So, jetzt aber. Was soll das sein? Der blaue Maurice ist das auf jeden Fall nicht. Willst du mich veralbern? Danke, das brauche ich. Für mich sind alle Kakteen gleich. Gut. Okay, ich sag jetzt auch erstmal Schau und Miau. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder und dann werden wir weiterhin Kaktusse zeichnen. Ciao. Ciao. Thank you.